Die Imperatorin! Auch bekannt als Cold Mirror. Ja, ich habe ein T-Shirt mit einem rosa viereckigen Schweinchen drauf an. Jeder dunkle Lord hat das. Deal with it. Und ich zeige euch heute im UFM Game Check Star Wars The Old Republic. Das ist ein Massively Multiplayer Online Game, ähnlich wie World of Warcraft. Nur im Weltraum. Mit Star Wars Handlung. Das Ganze spielt aber eigentlich einige tausend Jahre vor den Ereignissen aus den Star Wars Filmen. Deswegen heißt es ja auch The Old Republic. Und ihr könnt euch entscheiden, auf welcher Seite ihr steht. Die Republik mit ihren ach so tollen Jedi. Oder ihr wählt das Imperium mit bösen Sith Lords. Woo! Ich habe das gerade natürlich völlig unparteiisch vorgestellt, aber ich nehme jetzt mal nur als Beispiel das Imperium. Und ich erstelle mir einen Charakter. Ich habe jetzt mal einen Sith-Krieger genommen. So, als Frau, ja, sieht schon ganz gut aus, aber ich nehme mal lieber einen Mann. Der ist mir ein bisschen zu schmächtig. Machen wir ihn mal ein bisschen fetter. Oh mein Gott. Den nehme ich. So, und jetzt suchen wir Cyborg-Implantate aus. Kieferverstärkung ist schon wichtig. Oh ja, Augenbrauen-Implantate. Wie oft habe ich mir schon Augenbrauen gewünscht, die noch besser sind als meine normalen Augenbrauen? Die nehme ich. Und jetzt noch eine Frisur. Oh Gott. Das ist perfekt. Jetzt habe ich also meinen Emo-Cyborg-Sith-Krieger fertiggestellt und ich werde ihn Klopsi nennen. Entweder kloppt ihr euch die ganze Zeit mit immer wieder neu erscheinenden Gegnern. Oder ihr erledigt Missionen, die euch aufgetragen wurden. Ihr könnt das alles allein machen oder in einer Gruppe. Ihr bekommt zwischendurch auch Begleiter, die euch helfen. Wie zum Beispiel meine treue Gehilfin Vett. Ich nenne sie liebevoll Fette. Und so erlangt ihr immer mehr Erfahrungspunkte und könnt euch im Laufe des Spiels entscheiden, auf welcher Seite der Macht ihr steht. Die helle Seite verstärkt ihr, indem ihr gütig und weise handelt. Und die dunkle Seite verstärkt ihr, indem ihr bösartig seid und brutal und einfach jeden umbringt. Das klingt jetzt alles ziemlich nett. Aber... um das Spiel überhaupt starten zu können, muss man ein Abo abschließen, seine Adresse und seine Bankdaten angeben. Es sei denn, man hat eine Prepaid-Karte, die man aber nicht mit dem Spiel kriegt, sondern muss sie für 25 Euro extra kaufen. Wenn man seine Bankdaten geheim halten möchte, ist man also gezwungen, am Anfang mehr Geld auszugeben und das finde ich unverschämt. Auf jeden Fall muss man, wenn man das Spiel weiterspielen möchte, jeden Monat einen Betrag bezahlen. So steigert sich natürlich der Drang, möglichst viel Zeit mit dem Spiel zu verbringen. Das führt dazu, dass einige Leute vielleicht eine Abhängigkeit zu dem Spiel entwickeln, wie es ja schon oft bei World of Warcraft vorgekommen ist. Und ich unterstütze dieses Abhängigkeitsprinzip nicht. Ich unterstütze auch nicht, seine Adresse und Bankdaten angeben zu müssen. Das Spiel an sich ist aber gut. Es ist ein richtig schönes Star Wars-Feeling und es ist episch. Und deshalb bekommt Star Wars The Old Republic von mir, dem Imperator, mit Schweinchen-T-Shirt, eine zu 90% ausgefahrene Radioantenne.